Weitere Informationen zum Film erhalten Sie bei www.aki-video.com oder mailen Sie einfach an aki-video@yahoo.de. Trier war auch während des Mittelalters ein bedeutendes Kirchenzentrum und Sitz eines der 7 deutschen Kurfürsten, die den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches bestimmten. Bürgerhäuser und die prächtige Kulisse des Hauptmarktes künden von einem selbstbewussten Trierer Stadtbürgertum. Das frühgotische Wohnhaus in der Simeonstraße ist das Dreikönigenhaus. Das Gebäude wurde um 1230 als Wohnturm errichtet. Da sich die Hauseigentümer zur damaligen Zeit selbst verteidigen mussten, brachten sie die Eingänge einige Meter über der Straße an. Über der heutigen rechten Eingangstür ist noch heute der damalige Zugang im ersten Stock zu sehen, erreichbar nur über eine Leiter oder Holztreppe, die im Notfall hochgezogen werden konnte. Die heutigen Eingänge sind aus neuerer Zeit. Die farbenfrohe Ausmalung des Hauses ist eine originalgetreue Auffrischung der ursprünglichen Muster. Genaue Einzelheiten des ehemaligen Baus lassen sich nur schlecht rekonstruieren, da der Wohnturm im 19. Jahrhundert völlig umgebaut wurde. Die Judengasse nahe dem Hauptmarkt war Zentrum des mittelalterlichen jüdischen Viertels der Stadt. Heute ist sie eine besonders romantische Gasse. Sie erstreckt sich zwischen Simeon-, Jakob- und Stockstraße. Das im Jahr 1066 erstmals schriftlich erwähnte Judenviertel war von großer Bedeutung für die Stadt und das Erzstift. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bestand das jüdische Viertel aus etwa 60 Häusern mit Synagoge, Gemeindehaus und anderen jüdischen Einrichtungen. Vom Hauptmarkt aus kann man durch die Judenpforte die Judengasse betreten. Dieses Bauwerk wurde erstmals 1219 angelegt und 1607 bis 1608 umgebaut. Darüber befinden sich Fachwerkhäuser aus der Renaissance um 1600. Mit der Vertreibung der Juden im Jahre 1418 aus der Stadt und dem Erzstift endete auch die Geschichte des Judenviertels. Der Hauptmarkt von Trier ist der zentrale und einer der größten Plätze der Stadt. Die historische Marktumbauung mit Häusern der Renaissance, des Barock, des Klassizismus und des Späthistorismus ist zu 2/3 bewahrt. Prägend sind heute zahlreiche volumige und städtisch repräsentative Gebäude. Durch den Erhalt des Marktrechtes im Jahre 958 konnte hier ein Markt abgehalten werden. Hier treffen auch die wichtigsten Straßen von Trier zusammen. Verschiedene Denkmäler zeigen die versteckte und offene Konkurrenz zwischen kirchlicher und weltlicher Macht innerhalb einer gemeinsamen Stadtmauer. Vom Hauptmarkt wird gesagt, er sei einer der schönsten Plätze Deutschlands.
Die Steipe hat ihren Namen von den im trierischen Dialekt als Steipe bezeichneten Stützen. Sie war das Repräsentationshaus für Stadtrat und Honoratioren und verfügte über Gesellschaftsräume und Trinkstuben. Schon fast kühn zu nennen ist es, wie das schiefergedeckte Walmdach steil über einem Zinnenkranz emporragt. Über den Arkadenöffnungen im Erdgeschoss sind krabbenbesetzte Kielbögen zu sehen, zwischen denen sich mehrere Statuen Trierer Stadtpatronen zeigen, unter anderem Petrus, Eucharius, Helena, Paulus und Jakobus. Sie symbolisieren den Wunsch der Bürgerschaft auf Gleichstellung mit dem Trierer Erzbischof und Kurfürsten. Die oberen Geschosse sind mit je 4 gekuppelten Fensteröffnungen unterschiedlicher Form versehen. Vom ersten Stock schauen gepanzerte Ritter hinab auf den Marktplatz. Bereits 1430 begann der Stadtrat mit der Errichtung des turmartigen viergeschossigen Baus. Fertiggestellt war er im Jahre 1483. Das spätgotische Versammlungshaus und Festhaus demonstrierte in früherer Zeit das Selbstbewusstsein der Trierer Stadtbürger gegenüber ihrem Bischof und Kurfürsten. Bis ins 18. Jahrhundert diente es auch als Rathaus. 1944 wurde die Arkadenhalle völlig zerstört, in den Jahren 1968 bis 1970 jedoch im Wesentlichen in der ursprünglichen Gestalt wieder aufgebaut. Das Rote Haus erhielt seinen Namen wegen des roten Anstrichs seiner Sandsteinfassade. Erbaut wurde das dreigeschossige Gebäude im Jahre 1683 für den Bäcker und Domsekretär Johann Wilhelm Polch. Die Front über den Fenstern des ersten Obergeschosses trägt die berühmte lateinische Inschrift Ante Romam Treveris stetit annis mille trecentis, pestet et aeterna pace froatur Amen. Ins Deutsche übersetzt lautet der Spruch, der auf die legendenhafte Gründung der Stadt Trier durch einen trojanischen Fürstensohn hinweist. Eher als Rom stand Trier 1300 Jahre. Möge es weiter bestehen und ewigen Friedens sich erfreuen. Amen. Sehenswert sind vor allem die reichen Schmuckformen im Volutengiebel. Auch andere Skulpturen schmücken die Häuser in dieser Ecke des Marktplatzes. In der Dietrichstraße befindet sich der Frankenturm. Der Frankenturm entstand im 11. Jahrhundert in einer typischen Bauweise der römischen Zeit, nämlich im Wechsel zwischen Bruchstein- und Ziegelschichten. Er ist der einzige in seiner Zweckbestimmung als Wohnturm noch gut erkennbare Bau. Seinen Namen hat er von dem im 14. Jahrhundert dort wohnenden Franco von Senheim. Vermutlich gab es zu Anfang keinen Eingang im Erdgeschoss. Der Eingang lag hoch über dem Boden und war nur über eine Holztreppe erreichbar. Diese konnte im Verteidigungsfall hochgezogen werden. Das deutet auf eine unvollständige Stadtbefestigung in dieser Zeit hin. In Trier gab es wahrscheinlich 7 oder 8 solcher wehrhaften Wohntürme, von denen neben dem Frankenturm aber nur noch der Turm Jerusalem und das Dreikönigenhaus erhalten sind. 1308 wurde das Gebäude bis zur Hälfte abgetragen und durch ein Pultdach ergänzt. 1938 wurde der Frankenturm wiederhergestellt und 2007 aufwendig renoviert und begehbar gemacht. Das Eingangsportal der St. Gangolf-Kirche ist barock. Sie ist die Markt- und Stadtpfarrkirche von Trier und dem heiligen Gangolf geweiht. Nach dem Trierer Dom ist sie der älteste Kirchenbau der Stadt. Die 958 errichtete erste Marktkirche wurde zwischen 1284 und 1344 durch einen Neubau ersetzt. Das heutige spätgotische Bauwerk ging aus einer um 1500 begonnenen Erneuerung hervor. Barocke Elemente wurden zwischen 1731 und 1746 hinzugefügt. Anfang des 14. Jahrhunderts wurden die ersten 4 Geschosse des Westturms erbaut. 1507 kamen dann noch die beiden oberen Stockwerke mit der Turmgalerie und den 4 kleinen Ecktürmchen aufgrund einer Stiftung der Bürgermeisterwitwe Adelheid von Bässlich hinzu.
Außerdem beherbergt St. Gangolf die Glocke Zündel, eine aus dem Mittelalter stammende Feuerglocke. Die zwei Türme der Stadt hatten im Brandfall die Aufgabe, tagsüber mit einer Fahne und nachts mit einer Laterne in Richtung des Feuers zu weisen. Der letzte Türmer arbeitete hier bis 1905. Eine weitere besondere Funktionsweise der St. Gangolf-Kirche war die Lumpenglocke. Diese wurde täglich um 22 Uhr geläutet und gab den Bürgern, die noch auf der Straße waren, das Signal, sich nach Hause zu begeben. Die heutige Löwenapotheke, deren Marktfassade in das späte 17., frühe 18. Jahrhundert zu datieren ist, gilt als älteste Apotheke Deutschlands. Die Löwenapotheke gehört zu den bedeutendsten Häusern vom Übergang der Spätrenaissance zum Frühbarock in der Trierer Altstadt. Das 1944 kriegsbeschädigte und 1952 wiederhergestellte Haus wurde um 1966 innen tiefgreifend umgebaut. Mit dem Petrusbrunnen ziert ein zweites freiplastisches Werk den Hauptmarkt von Trier. Er wurde 1595 von Ruprecht Hoffmann errichtet und enthält in seiner Symbolik zahlreiche Spitzen gegen die Stadtregierung. Über einem achtseitigen Becken erhebt sich eine figurenreiche Säule, die prächtig im Stil der Spätrenaissance gestaltet ist. Um den Brunnenstock scharen sich allegorische Figuren, die die vier Kardinaltugenden Weisheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Mäßigkeit repräsentieren. Hoch oben thront St. Peter als Stadtpatron wachsam über dem Marktgetriebe. Als Mahnung ist der lateinische Spruch über den Wasserspeiern zu verstehen. Ins Deutsch übersetzt heißt er: Glücklich der Staat, wo das Zepter waltet, die Weisheit, wo Gerechtigkeit die Guten schützt und die Schuldigen straft, wo Tapferkeit herrscht und Mäßigkeit alles regelt, solcher Tugend entquillt wie das Wasser aus springendem Brunnen jegliches Heil des Volkes und des Staates dauernde Wohlfahrt. In der Mitte des Marktplatzes ragt auf einem hohen kreuzförmigen Sockel das Marktkreuz empor. Errichtet wurde es im Jahr 958 von Erzbischof Heinrich I. als Hoheitszeichen und Friedensmal. Hierauf verweist eine stark verwitterte lateinische Inschrift um die Deckplatte des Kapitells. Auf der Rückseite des Kreuzes befindet sich eine zweite Inschrift aus dem Jahr 1724. Das 5 Meter hohe Marktkreuz besteht aus einer antiken Granitsäule. Das Kreuz darüber umschließt das Gotteslamm in der Mitte. Die Kreuzform mit den abgerundeten Ecken ist im Stil englischer und irischer Kreuze des 8. und 9. Jahrhunderts gestaltet. Es handelt sich um das älteste Marktkreuz Europas. Das Marktkreuz diente ab 1200 auch als Pranger, der als Symbol für das Marktgericht stand. Wie lange die Säule als Pranger diente, ist nicht erforscht. Der Pranger ist heute in der südlichen Ecke des Marktes versetzt rekonstruiert. Heute hat der Pranger längst sein Schrecken verloren. Für einige Stunden oder sogar einen ganzen Tag auf einem öffentlichen Platz an den Pranger gestellt zu werden, galt damals als leichte Form einer Bestrafung. Sie traf Menschen, die in den Wäldern Holz, in den Gärten Obst oder auf den Feldern Gemüse gestohlen hatten. Auch nächtliche Krawalle, Schlägereien, Beleidigungen oder Verleumdungen wurden auf diese Weise geahndet.
Der Trierer Dom ist die älteste Kirche Deutschlands, die fast ununterbrochen seit 1700 Jahren Ort der Versammlung der christlichen Gemeinde ist, Ort des Gottesdienstes und Sitz des Bischofs von Trier. In ihm sind alle Epochen der europäischen Kunst- und Baugeschichte vereint. Der Trierer Dom ist 1700 Jahre Glaubens- und Baugeschichte. Wegen seiner herausragenden Bedeutung für die Menschheit wurde der Dom 1986 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Die Sage des Domsteins. Als im Auftrag von Konstantin und Helena der erste Dom gebaut wurde, mussten 4 große, schwere Säulen herbeigeschafft werden. Der Architekt überlegte sich eine List. Er erzählte dem Teufel, er baue das größte Wirtshaus der Welt, ob er nicht dabei helfen und die 4 Säulen herantransportieren könne. Der Teufel war sofort einverstanden und schleppte jede Woche eine Säule herbei. Als er mit der letzten ankam, bemerkte er, dass der Bischof das Gebäude als Kirche einweihte. Aus Wut und Ärger, dass er reingelegt worden war, warf er die letzte Säule auf den Dom, verfehlte ihn jedoch knapp, sodass die Säule bis heute vor dem Eingang liegt. Die Liebfrauenkirche in Trier ist ein Juwel mittelalterlicher Baukunst und ein Kulturdenkmal von hohem kunsthistorischem Rang. Sie ist nicht nur die früheste gotische Kirche in Deutschland, sondern auch das bedeutendste und früheste Beispiel eines gotischen Zentralbaus in diesem Land. Sie ist ikonologisch und architektonisch ein Unikat von unvergleichlichem kulturellem Wert. Eine Fassade im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Am Westportal ist lediglich eine Vorderseite mit reichem Figurenschmuck versehen. Bei den Figuren am Westportal handelt es sich heute nur noch um Kopien. Die Originale befinden sich im Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum und im Bode-Museum in Berlin. Die 3 Figuren Adam und Eva und Petrus sind moderne Neuschöpfungen. Bereits im Mittelalter bildet sich um den Dom ein durch eine Mauer abgegrenzter Bezirk, dessen Zentrum heute neben der Kathedrale der neu gestaltete Domfreihof ist, mit einem grandiosen Blick auf die romanische Westfassade des Domes und die frühgotische Liebfrauenkirche. Stadtpaläste und Domkurien vor und hinter dem Dom mit kleinen Gässchen und hohen Mauern zeigen, dass man sich hier in einem besonderen Stadtviertel befindet. Geprägt durch das Christentum von der Spätantike zu Zeiten Kaiser Konstantins des Großen bis zum heutigen Tag. Weiter zum Turm Jerusalem, der in der Nähe des Domhofs ist. Der Turm Jerusalem zählt zu den wichtigsten mittelalterlichen Bauwerken in Trier. Der Bau gehörte zur später untergegangenen Kurie Jerusalem. Der Name Jerusalem ist seit dem Hochmittelalter üblich, seine Herkunft oder Bedeutung jedoch unklar. Errichtet wurde der Turm Jerusalem im 11. Jahrhundert. Im Mittelalter gab es in Trier mehrere solcher Wohn- und Wehrtürme, zumeist aus dem 11. und 12. Jahrhundert. In Trier sind durch schriftliche und bauhistorische Zeugnisse 9 dieser Türme bekannt, es ist jedoch davon auszugehen, dass es noch weitere gab. Die mittelalterlichen Wohn- und Wehrtürme muss man sich als Zentralbauten größerer, befestigter Hofanlagen vorstellen. Daneben besaßen diese Anlagen die von Familien der städtischen Führungsschichten sowie Dom- oder Stiftskanonikern bewohnt wurden, Kelterhäuser, Speicher, Stallungen und vermutlich noch weitere Wohngebäude. Als man im Zuge der Restaurierung den Putz an dieser Fassade sowie im Innern entfernte, kamen mittelalterliche Nischen und Fensterbögen, monolithische Schlitz- und Rundfenster sowie Gewölbereste zum Vorschein. Im 19. Jahrhundert wuchs Trier schließlich über seine mittelalterliche Stadtmauer hinaus.
Die Mauer blieb jedoch vorerst noch von Bedeutung, da an den Toren die 1820 eingeführte Mahl- und Schlachtsteuer, die Haupteinnahmequelle der Stadt, auf alle nach Trier eingeführten Mehl- und Metzgerprodukte erhoben wurde. 1875 wurde die unbeliebte Mahl- und Schlachtsteuer durch eine andere Steuer ersetzt, die keine Einfuhrkontrollen mehr erforderte. Bereits am 3. Dezember des Jahres genehmigte der Kultusminister die von großen Teilen der Bevölkerung gewünschte Abtragung von Mauern und Toren. Alle Stücke der Mauer verschwanden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts fast vollständig. Das gab der Entwicklung der Stadt einen neuen Anstoß, führte aber zu Bedenken von Denkmalschützern, die den besonderen Charakter der Stadt gefährdet sahen. Somit blieben einige Meter der Mauer erhalten. Das kurfürstliche Palais erwuchs aus der römischen Palastaula. Diese kam bereits 902 als Königsgut durch Schenkung an den Erzbischof von Trier. Residenz wurde sie jedoch erst 1198 unter Erzbischof Johann I. Die Apsis wurde zu einem Wehrturm ausgebaut, der auch als Bezeichnung Heidenturm führte. Von den mittelalterlichen Um- bzw. Einbauten ist aber nichts mehr vorhanden. Das kurfürstliche Palais gilt als einer der schönsten Rokokopaläste der Welt. Bereits 1615 ließ Kurfürst Lothar von Metternich die heutigen Nord- und Ostflügel errichten. West- und Südflügel entstanden unter Philipp Christoph von Sötern. Abgeschlossen wurde der Bau schließlich von Caspar von der Leyen. Den besonders schönen Südflügel, den man heute vom Palastgarten aus bewundern kann, ließ Erzbischof Johann Philipp von Walderdorf um 1756 von Johannes Seitz errichten. Die Skulpturen stammen aus der Hand des Bildhauers Ferdinand Tietz. Heute beherbergt das kurfürstliche Palais das Hochbauamt. Die Mosel ist der längste Nebenfluss des Rheins. Sie zählt zu den am meisten befahrenen Wasserstraßen in Europa. Schon im Mittelalter war sie eine wichtige Wasserstraße und der Handel blühte. Das Moselufer hat hier noch ein weiteres technisches Meisterwerk aus früherer Zeit versteckt. Zwei Hebekräne als Zeugen des ehemals regen Handelsverkehrs. Von der Bauweise her ist er ein Turmdrehkran mit zwei Treträdern mit einem Durchmesser von 4,16 Meter und mit Antrieb durch je zwei Windenknechte. Der Doppelausleger war anfangs nur mit einem Auslegearm ausgerüstet, wurde aber seit 1778 mit einem zweiten Ausleger als Balanceelement gebaut. Das Kegeldach drehte über eine vertikale Holzachse von 12 Meter Höhe. Eine Kettentrommel mit Kette und einfachem Flaschenzug sorgt für eine geschätzte Tragfähigkeit von 1 bis 2 Tonnen. Der nördliche Kran stammt aus dem Jahr 1413. Derjenige, der näher an der Römerbrücke liegt, wurde 1774 erbaut. In dieser Gegend wohnten lange Zeit Schiffsleute und Fischerfamilien. Erst später hat man die Gebäude verschiedenen kirchlichen Orden zugewiesen.
5 Kilometer moselabwärts von Trier, auf der linken Moselseite gelegen, ist die Pfalzel. Unverwechselbar ist die Wallmauer mit 1,6 mächtigen Bastionen, von denen heute vor allem die Moselbastion noch sehr gut erhalten ist. Die mächtige sogenannte Wallmauer wurde 1539 unter Kurfürst Johann von Metzenhausen zum Schutz des kurfürstlichen Teils von Pfalzel samt der Burg, wahrscheinlich nach der Befestigungslehre Albrecht Dürers, erbaut. Nachdem in den Jahren 1672 bis 1689 französische Truppen den Ort erobert und zerstört hatten, begann der Verfall der schwächeren Teile der Wallbefestigung. Heute umfasst sie noch 6 Bastionen, die im Inneren voneinander unabhängig sind, mehrere Geschützstände sowie Mannschaftsräume und Pulverkammern aufweisen. Die Gesamtanlage war durch einen Wassergraben umgeben, der heute noch östlich der Wallmaueranlage erhalten geblieben ist. Es ist nicht möglich, diese Reichtümer an einem Tag zu erkunden. Trier hat viele Gesichter, kein Wunder bei einer Stadt mit 2000-jähriger Geschichte. Römische Kaiser, Kurfürsten und rührige Bürger haben hier Geschichte gemacht. Das dichte Nebeneinander von Neu und Alt machen den besonderen Charme dieser Stadt aus. Weitere Informationen zum Film erhalten Sie bei www.aki-video.com oder mailen Sie einfach an aki-video@yahoo.de.